Nicht. Oh, lass uns die Militärbasis einnehmen. Jo. Die ist natürlich... Ach, direkt rechts. Genau. Ja, führen wir. Eine IL-2, eine Hurricane 2, eine P-40 und eine BF-109E3. Ich sehe eine BF-109. Vor allem sind drei... Oder sind das... Sind das... Ach nein, die Zeichen heißen, dass das Premium-Flieger sind. Ich glaube schon, ja. Weil ansonsten drei macht ja keinen Sinn. Drei Leute im Team. Aber die BF-109E und die P-40 sind auch ein Team. Weil wie sich das gehört. Ja klar. Die beiden, die ganz oben stehen, sind unbedingt Teams. Wie wir alle rechts abbiegen. Ich will mal den 350 HP wieder haben. Erstmal ein bisschen auf Pyramiden schießen. Und gibt das Punkte? Pyramide gekillt? Punkte gegeben? Leider nicht. Ja, so kann. Ihre genimmt. Pyramide genimmt. Pyramide genimmt. Oh ja, ich habe schon 7 Schadenspunkte auf diesen schweren Viewfighter gemacht. Der ist dann übrigens ein T5er. Der was? Der Verteidigungsflieger, der schwere hier. Der Viewfighter? Ja. Und auf welcher Höhe fliegt der? Da kommt schon der erste Rote. Alter, wie hoch fliegt ihr denn? Was ist denn hier los? 1500 Meter. Junge, Junge, Junge. Da kommst auch du mit deinem Bomber nicht hinterher. Doch, klar. Ah, ah, das ist übrigens eine Do 17, die hier rumfliegt. Lass uns die mal rausnehmen. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Ja, es sind auch nur 440 Hitpoints. Lol, ich muss wegdrehen. Vor allen Dingen, lol, die Do fliegt mir einfach davon. Ja, keine Chance. Die Do ist einfach weg. Ja, da kommt eine Ich bin raus. Ja, war schön, dass du dabei zugeguckt hast, wie hier irgendwas passiert. Da kommt ein 5er Flugzeug, brrr, tot. Ja, ich weiß. Umgekehrt fliegst mit dem 4er rüber und schießt halt 3 Jahre auf den 5er. Und der denkt sich, oh, ich muss mal eine Kaffeepause machen. Jetzt muss ich wegen dir meinen Kaffee in den Halter stellen. Ja, richtig. Oh nein, ich habe die P40 schon 2/3 weg. Aber ich wurde von Ezra gekillt. Ich glaube, das Gefecht gewinnen wir nicht. Das ist jetzt aber nicht so pessimistisch. Ja, hier fliegen doch schon die ersten Raketen auf unsere Ziele. Was soll ich denn machen? Mich dazwischen werfen? Ja, so wie man es halt mit dem Russen machen würde, mit dem Tier 2 und 3. Ja, genau. Oh, ich fange die Bombe. Ich fang, meine, ich nehme sie, ich nehme sie, ich nehme sie. Was anderes kannst du ja nicht machen. Oh, ich bin knapp hinter dir. Du bist 800 Meter vor mir. Ich komm mal hinterher. Ich bin jetzt schon wieder im Visier der Flugabwehr. Ich bin jetzt schon wieder fast tot. Oh, ist doch schön. Es gibt doch nichts Besseres als 5er Flugabwehr. Das ist ungefähr so spaßig wie ein 8er Flugzeugträger in einem 5er Gefecht. Ja. Der 8er Flugzeugträger macht aber auch die 5er mit der Secondary weg. Ich habe noch 7 Health Points. Ich bin also auch jetzt raus. Ja, ich schieße jetzt nochmal auf den Abfangjäger. Ja, ich bin raus. So, das war's. Zerstört durch Luftverteidigungsflugzeug der Stufe 5. Ja, könnte schlimmer sein. Es könnte auch eine Stufe 3 Luftverteidigung sein. Der Gegner startet in der Militärbasis Raketen auf uns. Handeln Sie! Wir haben auch eine BF-109. Der Gegner startet Raketen. Handeln Sie! Was soll ich denn tun? Jetzt können wir auch Raketen starten. Jetzt gleich kommt die erste Rakete auf uns und dann ist eh aus.
So das letzte Mal, als die Raketen so einen halben Zentimeter an mir vorbeigeflogen sind. Fang sie! Da, unsere Raketen starten. Oh, sehr schön. Ich hätte jetzt schon Bock auf City Skylines. Ja. Also, wir können gerne einfach mal die City Skylines Aktion. Oh, ein Fünferjagd jagt mich. Woran erkenne ich das wohl? Ich bin raus. Wow. Ja, es war die A6M1. Es war nur ein Vierer? Okay. Was wollte ich gerade sagen? Die City Skylines Aktion. Ja. Die können wir gerne demnächst mal in Angriff nehmen. Das können wir sehr gerne machen. Ich habe meinen ersten Kill bekommen. Weißt du übrigens, wer das war, der dich getötet hat? Nein. Das war der Japaner mit den goldenen Spitzen, den wir vorhin schon mal hatten. Meine Nemesis. Genau, genau. Ah, da unten ist eine BSH-2. Die ist fast tot. Da könnte ich vielleicht nochmal drauf schießen. Nein, die ist tot. Junge, Junge, Junge. Also viele XP gibt das jetzt nicht. Aber ich spiele ja, um Spaß zu haben. Verdammte Scheiße. Das ist ein Oh, mein Flugzeug brennt. Ich würde ja das mit Kerosin sagen, aber in dem Fall stimmt das ja. Na, wie gut, dass ich nochmal gespawnt bin. Ja. Ich spawn gleich auch nochmal. Ich spawn und die erste Meldung, die kommt, Strömungsabriss. Fliegen sie schneller. Ja, hättest du mal mit Geschwindigkeit gespawnt. Genauso wie Brand gelöscht. Mensch, dankeschön. Danke, dass ihr mir ein ganzes Flugzeug gebt. Was zum... Ach so! Die Rakete hat getroffen, deswegen explodieren die ganzen Flieger hier. Wow, ich komme nicht durch die Panzerung vom Bomber durch. Boah, das ist... Dann wirf halt mit Wattebäuschen. Ja, ja, mach ich doch schon. Hier wütet ein schwerer Sturm, können nicht weiter. Kehren zur Basis zurück. Wir haben blauen Himmel, guck mal aus dem Fenster, Junge. Ja, wenn sie wenigstens sowas sagen würden wie, Nachschub ausgegangen, Flieger kaputt. Irgendjemand hat die Steckdose falsch rumgedingst. Dann will ich ja wenigstens noch sagen, okay. Und 32 Points, gleich bin ich raus. Ach ja, wie der eine Viewfighter von uns zwei Viewfighter von denen hinten dran hat und ich nichts dagegen tun kann. Ich will auch einen Fünfer haben. Ja, dann kommst du in die Sechser-Gefechte. Vermutlich, ja. Ich bin raus. Achtung bei Kartensektor. Ja, ist okay. Ist nicht mehr mein Problem. Ach, das sind die Raketen hier. Die Harry da drüber hat. Dann schaue ich mal ganz kurz, was ich da gerade bekommen habe. Ah, Stellaris bei GOG Connect. Hast du es auf Steam? Dann schalte dir jetzt deine DRM-freie Kopie frei. Von was? Von Stellaris. Stellaris, nice. Moin. Ah, wow, wir haben gewonnen. Moin, Nelson. Na, willkommen im Stream. Gut, wir haben schön verloren. Ja. 2000 Punkte persönliche Bewertung. Läuft. Wir haben jetzt 2800. Was soll man machen?
ich habe noch nicht mal, also die Auszeichnungen sind alle an mir vorbeigegangen.